Juniors großer Fang. Ich bin nicht begeistert von der Idee. Maurice etwas zu verheimlichen, ist das nicht das gleiche wie Lügen? Naja, wir wollen ihn doch nur überraschen. Junior möchte den Übeltäter selbst einfangen, um zu zeigen, was er gelernt hat. Maurice wird sehr stolz sein. Harry sagt Maurice nichts von geheimer Überraschung. Na, bist du bereit, Junior? Also jeder weiß, was zu tun ist. Ihr bleibt hier bei Maurice und lenkt ihn ein wenig ab. Wir brauchen ungefähr 5 Minuten. Und du glaubst, dass Junior sich das Krokodil allein vornehmen sollte? Wir ziehen das jetzt durch, Al. Dieses Krokodil treibt hier schon viel zu lange sein Unwesen. Maurice wird sich freuen. Was? Was geht? Das wirst du noch bereuen. An. Harry, hol bitte Junior, ich möchte ihm etwas zeigen. Hey, wo ist er denn? Harry hat kleinen Tiger-Kriegerfreund heute noch nicht gesehen. Okay, Harry. Und habt ihr beide ihn zufällig gesehen? Nein, ich nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, ja, vielleicht. Nein, ich... Er ist mit Bob und Al beim Wasserfall. Na gut, ich werde ihn holen. Junior, wo bist du, Sohn? Na, ihr erwartet von mir doch nicht, dass ich ihn anschwindle. Das kann ich nicht. Junior, wo bist du? Halt ihn auf, Al. Gib mir Zeit, das Krokodil zu verpacken. Ihn aufhalten? Ich muss etwas tun. Tja. Junior! Wir sind hier, Maurice. Momentchen noch. Junior! Was gibt's, Maurice? Ah, ich habe dich gesucht. Ich möchte dir was zeigen. Komm jetzt. Behandle ihn nicht wie ein Baby. Er ist jetzt ein großer Junge. Sieh mal, du hast ihn beleidigt. Wirklich? Junior, es tut mir leid, Sohn. Das wollte ich nicht. Lenke ihn ab, Al. Lenke ihn ab. Wow, sieh mal, ein Elefant mit einer Perücke. Hm? Was? Gut gemacht, Junior. Also, ich sehe keinen Elefanten mit Perücke. Ach, wirklich? Er muss weggegangen sein. Alles klar, Al. Maurice kann kommen. Überraschung, Maurice. Tada! Tja. Bobs Hintern? Was soll das denn? Halt ihn hin! Tut mir leid, Al, aber wir müssen jetzt trainieren. Moment, nein. Verzeihung. Nein. Kann ich jetzt endlich vorbei? Aber sicher, ja. Das Signal. Das Training wird warten müssen. Die Pflicht ruft. Gehen wir, Sohn. Hey, was ist das? Vorhänge. Vorhänge? Aber wofür denn? Komm schon, Maurice. Junior ist schon ein großer Junge. Er darf auch Privatsphäre haben. Ich glaube, er muss mal. Ah, okay, von mir aus. Viel Erfolg! Wo warst du? Maurice geht ohne Junior auf eine Mission. Keine Panik, ich habe das Signal ausgelöst. Jetzt müssen wir uns nur eine Mission ausdenken, die Maurice zu Junior bringt. Keine Sorge, alle wissen Bescheid. Halt durch, Junior, wir bringen dir Maurice. Da bin ich, Freunde. Entschuldigt die Verspätung. Auf zur Rettung! Ha ha ha!
aller Welt. Es gibt einen dringenden Notfall, Maurice. Gut, wir sind ganz Ohr, Al. Weißt du noch, der Elefant mit der Perücke? Sie ist weg. Er braucht unsere Hilfe. Das ist ein dringender Notfall? Ein verlorenes Haarteil? Ich heiße Anatol und meine Perücke ist wichtig für mich. Ich traue mich nicht, mich ohne sie zu zeigen. Bitte, großer Tigerkrieger, hilf mir! Ich möchte mich nicht für immer verstecken! Armer Elefant, Maurice. Oh, welch tragisches Schicksal, sich für den Rest seines Lebens verstecken zu müssen. Oh ja, wenn sich ein Elefant in dieser Situation befinden sollte, wäre das wirklich sehr traurig. Okay, okay, schon gut. Lasst uns gehen, ja, Junior? Oh, du brauchst immer noch deine Privatsphäre? Also, Anatol, wo hast du denn deine Perücke verloren? Da unten am Flussufer. Er zeigt es euch. Na gut, gehen wir. Nach dir, Al. Kleiner Tiger, lass mich gehen. Hilfe, Hilfe, Piranhas! Ah! Wir sind hinter dir her, komm schon! Hilft mir! Oh! Ah! Warum hilft mir denn keiner? Piranhas! Bitte hilft mir! Warum hilft mir denn keiner? Die Piranhas sind hinter mir her! Hey! Danke, Kumpel, du hast mir das Leben gerettet. Keine falsche Bescheidenheit, es gibt hier nichts Schlimmeres als Piranhas. Außer riesigen Schildkröten! Also, eine Perücke. Hey, dich kenne ich doch, du bist dieses böse Krokodil, das hier sein Unwesen treibt. Na, da ist schon wieder der kleine Tiger. Nein, bitte nicht! Das ist Juniors Krokodil. Aber wo ist Junior? Hm. Nun, Sohn, der Bursche hat echt Respekt vor dir. Wer weiß, wen er vor sich hat. Junior, warum bist du heute so still? Halt ihn hin, Al. Da, ein Stück der Elefantenperücke. Was? Da drüben? Bist du sicher? Natürlich. Oh, warum sitzt diese Perücke so fest? Wow, Junior, sie fürchten sich vor dir. Habt ihr das gesehen? Beeindruckend, oder? Also, wir haben die Perücke gefunden. Auftrag erfüllt. Junior, kommst du? Junior! Hey, Maurice, bist du sicher, dass du dort alle Teile der Perücke gefunden hast? Ja, sie ist komplett hier. Anatol wird begeistert sein. Ja. Hey Junior, da bist du ja. Anscheinend braucht jemand unsere Hilfe. Dschungelhelden, auf zur Rettung! Hilfe! Bleib sofort stehen! Harry, übernimm die Schildkröte! Draufhauen, draufhauen, draufhauen! Wir haben dich gewarnt! Panzer! Hey, komm mal runter. Ich bin sicher, wir können uns einigen. Oh, was für eine prachtvolle Papaya. Sie schmeckt herrlich. Komm, koste doch mal. Junior, du hast gerade...
gerade einen mächtigen Gegner ganz allein besiegt. Ich bin so stolz auf dich, Sohn. Tja, Junior, das hat Spaß gemacht. Danke, mein Freund. Bis bald. Okay, lasst uns Anatol seine Perücke zurückgeben. Tja, Leute, regelt das bitte allein. Ciao. Al und Bob werden dir alles erklären. Es war ihre Idee. Was denn genau erklären? Der Sumpf. Oh, dir die Haare zu schneiden ist immer eine Freude, Frank. Deine Haare sind so geschmeidig wie Fliegenlarven. Und so glänzend wie Schneckenschleim im hellen Mondlicht. Danke, aber lobt nicht mich. Meine Eltern sind verantwortlich. Glatzen in meiner Familie, die gibt es nicht. Nur weiches Haar und das ganz dicht. Schöne Frisur, Schweinefreund. Hey, Harry, bist du bereit für deinen Test? Eins, zwei, drei, los! Super, Harry, 100% Rekord eingestellt. Aber Maurice, Harry kann Rekord brechen. Okay, Maurice. Fertig, Harry. Eins, zwei, drei, los! Was ist denn los, Leute? Ihr macht so komische Geräusche heute. Gar nichts, Frank. Es ist alles in Ordnung. Es geht doch nichts über einen Kurzhaarschnitt für den Frühling, wie besprochen. Hm? Ohne meine Haarpracht so fein ist mein Leben doch eine reine Pein. Keine Auftritte mehr dieses Jahr. Das Ende meiner Karriere ist nah. Schweinefreund traurig. Harry auch traurig. Tut mir leid, Frank. Wir kümmern uns später um dein Haarproblem. Dschungelhelden! Auf zur Rettung! Viel Erfolg! Willkommen, liebe Freunde. Was führt euch hierher? Unser kleiner Jan Philipp ist ins Wasser gefallen. Sein Vater ist schuld. Er hat ihn im Nest nicht angeschnallt. Ins Wasser gefallen? Da kann er ertrinken. Er ist nur ein klitzekleines, entzückendes Ei. Er könnte jeden Tag schlüpfen. Und sein Vater kann nicht mal schwimmen. Das war schon alles, ein Ei aus dem Wasser holen? Na, das ist gar kein Problem. Kommt, Leute, gehen wir. Wo wohnt ihr eigentlich? Ganz in der Nähe, im Schauersumpf des Schreckens. Oh, ihr meint den Sumpf des Schreckens? Nein, den Schauersumpf des Schreckens. Wie auch immer. Dürfte ich darauf hinweisen, dass dieser Sumpf dafür bekannt ist, dass er krokodilverseucht ist. Sie hätten besser auf ihr Ei aufpassen sollen. Sehe ich aus wie ihr Kindermädchen? Hä? Und überhaupt, ihr baut schon sein Nest über dem Krokodilsumpf. Naja, ich habe alles gesagt. Meine liebe Emilia und ich, wir sind beide etwas kurzsichtig. Als wir im Sumpf ankamen, fanden wir es seltsam, dass es in der Gegend keine Vögel gab. Aber dann dachten wir uns, es wäre doch herrlich, einfach mal nur für sich zu sein. Wie romantisch, nicht wahr, Grummel? Wohl eher gefährlich. Dann fiel uns auf, dass die Stämme im Wasser aussahen, als würden sie sich von alleine bewegen. Er wird jeden Augenblick schlüpfen, wenn wir unseren kleinen Jan Philipp nicht gleich da rausholen. Nur ihr könnt uns helfen. Diese grässlichen Krokodile wissen nicht, dass er da ist. Aber wenn sie das Ei auf dem Wassergrund finden... Ach, macht euch keine Sorgen. Wir holen Jan Philipp in 0, nichts daraus. Oder mein Sohn? Offen gesagt dachte ich schon, die Mission würde etwas vor sich hin plätschern. Aber mit diesen Krokodilen? Haha, jetzt wird's interessant. Kommt, wir wollen keine Zeit verlieren. Aber Harry kann nicht Schweinefreund hier allein mit kahlem Kopf zurücklassen. Keine Sorge, Harry. Wir finden neue Haare für Frank. Und dann darfst du es diesen Krokodilen zeigen. Gute Idee, Maurice. Harry findet neue Haare für Schweinefreund. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Da ist unser Nest. Dort ist unser kleiner Jan Philipp letzte Nacht rausgefallen. Er soll eigentlich schon heute schlüpfen. Wir müssen uns beeilen. Hey, Maurice, Harry hat neues Haar gefunden für Schweinefreund.
Hübsche Farbe, aber zu kurz. Vertraut mir, Junior ist ein wirklich guter Schwimmer für einen Tiger. Nun, mein Sohn, geh und finde Jan Philipp und bring ihn her. Wir werden die Krokodile ablenken, die denken nur ans Fressen. Hey, dämliche Krokus! Hey, Jungs! Ha, seht mal, was wir da haben. Das Frühstück ist serviert. Wach auf, kleiner Krokofreund. Harry will weiter mit dir spielen. Los, kommt, Jungs, weg hier! Hey, ihr Schlappnasen! Kommt zurück, wir sind noch nicht fertig! Ja, Krokofreunde, kommt zurück! Harry haut weniger, wenn ihr bleibt und mitspielt. Ihr habt Glück, dass ihr an Land seid. Traut ihr euch auch zu uns ins Wasser zu kommen, ihr Feiglinge? Die Revanche findet in unserem Revier statt. Jetzt habe ich es kapiert. Schauersumpf wegen der Krokus und des Schreckens wegen der Piranhas. Und jetzt, wo die Krokus nicht mehr an Land kommen, wird es schwerer, als wir dachten. Na toll, das hast du, Blindfisch, uns wirklich schön eingebracht. Kein Grund zur Panik. So schlimm ist es auch nicht. Schließlich müssen wir nur Junior vor den Piranhas schützen und die Krokus kaltstellen. Genau. Maurice und ich haben auch schon eine Idee, wie wir das machen. Junior? Gut, du schwimmst los und Maurice, holst das Ei. Harry hat Haare gefunden für Schweinefreund. hübsche Strähnchen, aber zugewellt. Mit diesem Schutz kommen die Piranhas nicht an dich ran und wir werden uns derweil um die Krokus kümmern. Nicht wahr, Harry? Sieht aus, als wäre ich in eurem Revier. Jetzt könnt ihr es mir heimzahlen. Also wer von euch Schlappnasen kriegt mich? Die schnappen wir uns! Draufhauen, draufhauen, draufhauen! Auf die bösen Krokus! Thank you.
mich nie wieder so, oder willst du, dass Mami Sorgenfalten kriegt? Du solltest lernen, dich um deinen Sohn zu kümmern. Dieses Mal hatten wir Glück, dass uns die Dschungelhelden geholfen haben, aber sie werden nicht immer da sein. Auch wenn du jetzt schon so stark bist, mein kleiner Jan Philipp. Aber Mami, warum nennst du mich Jan Philipp? Ich bin ein kleines Mädchen. Komm schon, Kumpel, das ist doch nicht so schlimm. Das wächst alles wieder nach. Sieh es als Chance, Pause zu machen und ein paar Songs zu schreiben. Oh, Frank, Harry wollte dir etwas sagen. Schweinefreund, Harry hat dir neues Spezialhaar gemacht. Ja! Mein Freund, ja. Es ist wirklich zu schön. Die Leute werden sich nicht satt sehen. Mein Publikum wird sich wundern und raunen und über mein blaues Haar staunen. Es ist fantastisch. Aber wo hast du das her? Das ist Harrys Geheimnis. Eine unmögliche Mission. Bist du sicher, sie finden es gut, zweimal hintereinander dasselbe zu essen? Aber klar, wie du gestern gesehen hast, waren sie ganz begeistert von meiner Lasagne. Sie wollten sogar Nachschlag. Guten Tag. Auch heute haben die Köche wieder ein Ausge... Was ist mit euch los? Ich glaube, das Essen von gestern ist uns nicht gut bekommen. Harry will Bauchschmerzen. Haut. Bauch tut Harry ganz doll weh. Moment, das liegt doch nicht etwa an meiner Lasagne. Da sind nur gute Sachen drin. Ranzige Fliegen, nur 2 oder 3 Monate alt, mit schleimig-schimmeligen Raupen und Larven. Wir nennen sie Traditionale. Maurice, kannst du sie bitten, den Mund zu halten? Ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig. Wir müssen gehen. Wir sind die Dschungelhelden. Ich kann es kaum glauben, aber die Mission muss ohne mich stattfinden. Keine Angst, Bob und ich werden nachsehen. Null Problemo. Okay. Tor auf! Entschuldige, aber die Dschungelhelden sind gerade... Genau hier, direkt vor dir. Ihr zwei seid die Dschungelhelden? Das ist verrückt. Ich dachte, ihr würdet mehr, weniger... Ich weiß, wir sind beeindruckend. Das hören wir oft. Also, mein Freund, was führt dich denn her? Tja, ich bin Ferdinand und neulich haben mir freche Paviane meine Glücksbringerstatue gestohlen. Und seitdem hatte ich nur Pech. Es ist wirklich schrecklich. Keine Sorge, wir finden deine Statue wieder. Hm? Oder, Bob? Er braucht wirklich unsere Hilfe, Bob. Wir müssen da jetzt eingreifen. Wir sind doch die Dschungelhelden, oder? Kann Bob die gemeinen Paviane hauen? Natürlich, Bob. Du kannst sie hauen, so viel du willst. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Also, Ferdinand, wir müssen noch schnell etwas holen. Warte doch bitte hier auf uns und dann können wir gehen. Und? Wer brauchte die Hilfe der Dschungelhelden? Niemand. Es war nur ein Flusspferd, das sich im Dschungel verirrt hatte. Und wir haben ihm dann erklärt, wo es lang gehen muss. Naja, wir machen jetzt einen Spaziergang und ihr könnt euch ja ausruhen. Banzai! Siehst du, mein Sohn? Ein großer Tigerkrieger muss wirklich ständig auf der Hut sein. Blub. Ferdinand, das ist das 12. Mal, dass du dir wehgetan hast. Wie ich schon sagte, das ist der Beweis, dass das Pech mich verfolgt, seit ich die Statue nicht mehr habe. Erdnüsse? 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 Ich liebe Erdnüsse! Lecker, lecker! Sieh mal, da hast du wirklich Glück gehabt. Erdnüsse sind in dieser Gegend selten. Ich ersticke! Ersticke! Also, war ja nicht gerade um die Ecke. Und iss nicht so viele Erdnüsse. Eine Mund-zu-Mund-Beatmung reicht mir. Geht's! Keine Angst, sobald ich meine Statue wieder habe, wird alles gut werden. Oh, seht mal, da ist sie! Das scheint nicht einfach zu werden. Da ist ein Wächter und der ist nicht gerade klein. Okay, denk nach. Ein Nest der Goebula Abrum. Ich glaube, ich habe die Lösung. Krummel! Ich meine, El, deine Intelligenz wird nur noch von deiner Schönheit übertroffen. Okay, Bob. Also, das reicht jetzt. Pass gut auf, Ferdinand. Jetzt siehst du die Dschungelhelden in Aktion. Gut gemacht.
gemacht, Elle. Und jetzt die Statue. Na, das war doch ganz einfach. Schick die Statue rauf, ich lasse eine Liane runter. Danke, ihr Nieten. Ich hatte nie Pech, aber ich bin ein guter Schauspieler. Ich versuche schon seit Jahren, diese Statue zu stehlen. Man sieht sich. Bilde ich mir das ein oder wurden wir ausgetrickst? Ja, wo ist die Statue von unserem Gott Patu Batu? Wir waren's nicht, wir wurden ausgetrickst. Vom Erdmännchen Ferdinand, der hat uns angelogen. Lasst uns gehen und wir werden die kostbare Statue schnell wiederfinden, versprochen. Wir sind die Dschungelhelden. Die Dschungelhelden? Ich dachte, ihr wärt mehr oder weniger. Und wie wollt ihr uns beweisen, dass ihr nicht einfach weglauft und vor uns flüchtet? Ich begleite sie und glaubt mir, ich werde mit der Statue zurückkommen. Das kann nicht sein. Wir haben überall gesucht. Wo ist der hin? Wo? Ich bin es leid, hier rumzusuchen. Da! Erdnüsse! Wir folgen ihnen einfach und ich bin mir sicher, dass sie uns direkt zu Ferdinand führen werden. Grummelige Maus, so klug. Er kann bald endlich dünne, böse Katze hauen. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Das ist das schönste Stück meiner Sammlung. Sehen, wie er sie geöffnet hat. So, mein Freund, nur keine Sorge, das wird ein Kinderspiel. Naja, das mit dem Kinderspiel war vielleicht doch etwas voreilig. Also, ich habe vielleicht eine Lösung. Wir müssen nur die Geschwindigkeit der Spinnenbewegungen berechnen. Sie wechseln nie die Richtung. Es gibt Momente, in denen der Weg frei ist. 174, 173, L, bist du bereit? 175, los! Banzai! Oh, Elle, was ist denn jetzt mit dir los? Und ihr Vögel wollt die Dschungelhelden Ach, sein. Ach, wenn doch nur Krummel hier wäre. Hm? Er wüsste, was zu tun ist. Krummel? Wer ist dieser Krummel? Ein ehemaliges Mitglied der Dschungelhelden, das jetzt im Ruhestand ist. Bob, schnell, tu etwas! Harry fühlt sich so schlecht. Harry nie wieder essen in seinem ganzen Leben. Nein, Harry, du wirst sehen. Bald fühlst du dich besser. Ehrlich gesagt, bin ich mir da nicht so sicher. Hallo, Leute, ich bin hier, um euch was zu fragen. Ich war mit Elle unterwegs, als wir sahen, wie ein Freund von einem Freund von einer orangefarbenen Spinne gestochen wurde und sich dann wie ein Ballon aufblähte. Weiß einer von euch, was man dagegen tun kann? Euer Freund wurde das Opfer einer Mandrake Bellagorum mit orangefarbenen Rücken. Sie ist nicht gefährlich, doch sie nervt. Es gibt nur ein Gegenmittel. Mangosaft. Danke, Freunde. Sobald wir fertig sind, kommen wir zurück. Siehst du, ich hab dir gesagt, ich komme wieder. Hey, wo ist Elle? Vielen Dank, Bob. Lass dich drücken. Pfui, du bist ganz klebrig. Das ist nicht alles. Habt ihr vergessen, dass ihr die Statue zurückholen ja, müsst? Ja, mein Freund, das wissen wir. Also, Bob, es gibt eine Lösung. Wir lenken die Spinnen ab und schicken sie alle in eine Ecke. Aber ich weiß leider noch nicht ganz genau, wie. Es hat geklappt. Ich hoffe, das Wasser ist nicht zu kalt. Ich kann's nicht glauben. Piranhas, das hat noch gefehlt. Wenn nur Maurice hier wäre, er wüsste, was zu tun ist. Nee, schon okay, Elle. Ich mach das. Ich bin's noch mal, Freunde. Ich hab noch eine Frage. Was ist nur los mit dir? Können wir nicht einfach still vor uns hinleiden? Also, der Freund unseres Freunds muss einen Fluss voller Piranhas durchschwimmen, um nach Hause zu kommen. Tja, dann hat der Freund eures Freundes absolut keine Chance.
Naja, wenn er nicht durchs Wasser schwimmen kann, dann muss er halt drüber fliegen. Fliegen? Aber wie das denn? Wie willst du das anstellen? Ich weiß wie. Halt dich bereit, das könnte etwas pieksen. Nach rechts, Al. Ein bisschen drehen. Ja, das war sehr gut. Also so habe ich mir unsere Mission eigentlich nicht vorgestellt. Alles okay, Al. Ich hab sie. Meine Statue! Sie stehlen meine Statue! Danke! Auf Wiedersehen! Meine Statue! Also er hat wirklich nur Pech ohne seine Statue. Jetzt kann ich es euch ja sagen. Ich hätte nie gedacht, dass ihr es schafft. Tja, mein Freund, man nennt uns nicht umsonst Dschungelhelden. Ach, es ist so schön, sich besser zu fühlen, oder, Junior? Harry etwas hungrig. Harry will Banane essen. Gut, dass du Hunger hast, Harry. Die Küchenchefs haben ein neues Rezept für eure empfindlichen Mägen kreiert. Wir haben die schimmeligen Larven ersetzt, und zwar durch getrocknete Kakerlaken. Oh, lecker, lecker, lecker. Eine überraschende Mission. Hey, Freunde, habt ihr Al und Bob gesehen? Sie sind heute Morgen Beeren pflücken gegangen und sollten längst zurück sein. Keine Sorge, Friederike, ich bin sicher, dass sie bald wieder hier sind. Aber jetzt ruft uns die Pflicht. Dschungelhelden, auf zur Rettung! Ach, richtig, Al und Bob sind nicht da. Also dann viel Erfolg! Tor auf! Also, mein Freund, was führt dich her? Es ist niemand da. Ich bin hier! Oh, warum hängst du denn da mit den Füßen nach oben? Das ist schlecht für deinen Kopf, weißt du? Und mit dieser Augenbinde kannst du gar nichts sehen. Ich glaube nicht, dass das geplant war. Nein, war es nicht. Deshalb vielen Dank. Ich saß einfach auf meinem Ast herum, als mich plötzlich jemand packte. In 2 Sekunden hat er meine Augen verbunden und mich an diesen Griff gefesselt. Bevor der Täter ging, hinterließ er euch eine Nachricht. Wem Überraschendes blüht, der verdient die Überraschung. Interessant. Hat er noch was gesagt? Ja, er sagte, blickt durch die 2 Stämme des Baumes und erkennt eure Pflicht. Vielleicht wisst ihr, was das heißt. Ich jedenfalls nicht. Also ciao. Und danke, dass ihr mich befreit habt. Was könnte das bedeuten? 2 Stämme des Baums? Die Stämme könnten die Arme sein und der Baum der Rumpf. Aber wie sollen wir dann durch die Arme hindurchblicken? Baum mit 2 Stämmen ist bester Bananenbaum überhaupt. Harry liebt Baum mit 2 Stämmen. Ich befürchte, hier spielt irgendjemand mit uns. Aha! Ich denke, wir haben Al und Bob gefunden. Al und Bob sind entführt worden. Wir müssen sie sofort da rausholen. Das wird unsere angekündigte Pflicht sein. Beeilen wir uns, sonst sind Al und Bob in naher Zukunft Schweizer Käse. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Bob, falls es zu Ende geht, sollst du wissen, ich habe deine Fliegensammlung geklaut. Ich habe gelogen. Das ist mies. Keine Sorge, Al. Ich habe doch auch meine Geheimnisse. Ich habe manchmal unsere Seerosenblätter vertauscht. Deins ist so viel hübscher und so viel bequemer. Weißt du, wenn ich gewusst hätte, dass du mein Seerosenblatt magst, hätte ich es dir gegeben. Oh, danke, Al. Wir sind fast da!
Passt auf, ein Felsbrocken! Schnell, lauf zurück! Beeilt euch! Grommel! Nicht Friederike! Wir konnten nichts tun. Grommel! Grummelige Maus! Hast du das gesehen? Maurice, es ist unglaublich! Ja, Grummel, dieser Felsbrocken wiegt doch Tonnen. Hast du eine logische Erklärung dafür? Natürlich, Maurice, die habe ich. Ich bin unbesiegbar, unbesiegbar, unbesiegbar! Tja, aber Elle und Bob sind da oben immer noch gefangen. Sie brauchen uns. Haltet durch, Jungs, wir sind fast da! Ja! Ich mach das, Maurice. Ich bin unbesiegbar. Achtung! Ich bin Grummel, die Unbesiegbare. Ui, Horatja! Du hattest recht, Maurice. Es muss eine logische Erklärung für diesen Felsbrocken geben. Vielleicht rettet doch lieber ihr Elle und Bob. Junior, stopp die Maschine! Danke, Leute. Wir dachten, wir wären erledigt. Habt ihr gesehen, wer euch entführt hat? Ist er noch hier? Ich weiß nicht. Wir haben entspannt unsere Beeren gepflückt und plötzlich war alles schwarz. Als wir aufwachten, waren wir hier, allein und gefesselt. Das Wichtigste ist, dass ihr heil und gesund geblieben seid. Das ist wirklich eine Mission voller Überraschungen. Krötenfreunde nicht hier. Wie sollen wir hier bloß wieder rauskommen? Wir haben anscheinend Glück. Kein Problem, wir müssen uns nur die Liane schnappen und schon sind wir hier raus. So gut wie erledigt. Warte! Wenn du an der Liane ziehst, fällt uns das da auf den Kopf. Was hast du gesagt, Grummel? Passt auf an Felsbrocken! Keine Angst, ich mach das schon. Harry, Banzai! Oh, es ist kein echter Felsen, es ist ein bemaltes Bananenblatt. Oh, Grummel, sind diese Blütenblätter nicht wunderschön? Darf ich dich daran erinnern, dass ein verrückter Entführer uns gefangen hält und wir nicht wissen, was er will? Ich finde sie trotzdem hübsch. Harry hat Elle und Bob gefunden. Elle und Bob geht's gut. Also dann nehmen wir die Liane und verschwinden von hier. Ja. Wer immer uns hierher gebracht hat, muss einen guten Grund haben. Aber welchen? Und er wollte euch auch nichts tun, Jungs. Die Stacheln sind weich. Ich glaube nicht, dass er einen von uns verletzen wollte. Der erste Fels war sicher auch aus Bananenblättern. Deshalb ist Grummel nichts passiert. Okay, gut. Die Blütenblätter waren hübsch. Aber uns in diese komischen Fallen zu locken und uns mit diesen unechten Felsen Angst einzujagen, das ist doch wirklich ein schlechter Scherz. Ha, was für eine Zeitverschwendung. Ja, da hast du recht, Friederike. Unser mysteriöser Entführer wollte uns so lange wie möglich von etwas fernhalten. Aber wovon wollt ihr uns fernhalten? Die Höhle! Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Dschungelhelden, beeilt euch! Nein, 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 nein! Das ist gruselig. Warum ist es so dunkel in unserer Höhle? Ist jemand da? Haltet die Augen auf, vielleicht warten hier noch mehr Überraschungen auf uns. Hä? Oh, unsere Fallen hätten euch eigentlich länger beschäftigen sollen. Kiki, was ist passiert? Tut mir leid, Max.
Ich habe alles getan, um sie aufzuhalten, aber sie sind zu gut. Das stimmt. Habt ihr vergessen, dass wir die Dschungelhelden sind? Passt auf! Felsbrocken! Überraschendes Blüte verdient die Überraschung, kapiert? Dich kenne ich doch. Du gehörst zu den Koalas, die Bob von der Mückenplage befreit hat. Und ihr, wir haben euer Haus neu aufgebaut. Wir wollten euch hiermit für alles danken. Ihr seid immer für uns da. Also haben wir beschlossen, eine Überraschungsparty für euch zu schmeißen. Das ist so cool. Aber wir mussten uns etwas einfallen lassen, um euch lange genug von der Höhle fernzuhalten. Also ist mir die Idee gekommen, euch auf eine falsche Mission zu schicken. Wirklich? Unsere Angst war aber ziemlich echt. Wenigstens habe ich ein super bequemes Seerosenblatt bekommen. Danke, Al. Eine Sekunde, das habe ich vorhin doch nur gesagt, weil ich dachte, es wäre aus mit uns, das zählt nicht. Oh, ich bin so froh, dich kennenzulernen. Ich bin ein großer Fan. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Hör auf, Harry. Ihr seid doch verrückt, so ein Hickhack, nur für eine Überraschungsparty. Warte, das ist nicht alles. Wir haben noch eine Überraschung vor der Höhle. Oh, sogar noch eine Überraschung. Ich liebe Überraschungen. Okay, sind alle da? Kiki, das Signal. Danke, Freunde. Wir hatten noch nie eine Mission mit so vielen Überraschungen. Auf die Dschungelhelden! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Operation Piratenschatz. Verzeiht, ich mag nicht springen, will euch lieber noch was singen. Steh hier in erster Reihe und da sind so viele Haie. Das ist doch nicht euer Ernst. Ihr werft doch nicht einfach meine Freunde den Haien vor. Meine Freunde sind Spione, sie wollten mir meine Karte stehlen. Zu den Haien. Für den Fall, dass ihr es vergessen habt, die Karte bin jetzt ich. Ihr werdet mir also zuhören, ihr Haufen schmutziger Flegel. Sonst schwöre ich, dass ich das hier benutze. Es ist ein Schwamm. Das ist so eklig. Wenn ihr meinen Freunden auch nur ein Haar krümmt, werde ich das hier tun. Die Karte! Oh nein! Okay, Fledermauskarte, du hast gewonnen. Leg den Schwamm weg und deine Freunde sind gerettet. Gut gemacht, Friederike. Hallo, du! Na, jetzt fühlst du dich nicht mehr so wahnsinnig stark, du alter Drecksack, denn oh nein! Du darfst mir nicht suchen, sonst wird meine Freunde die Karte abwischen und du wirst nie wissen, wo der Schatz liegt. Ah, da ist er also, mein lang ersehnter Schatz. Was? Der Schatz? Ist er auf meiner Zunge? Fussel, Steuerbob! Knallfrosch, schnapp sie dir! Okay, Wüstenspringmäuse, letzte Warnung. Lasst uns hier raus oder ich vergesse mich. Vergiss es, Maurice. Du siehst doch, es hat keinen Zweck. Kleine Kaninchen müssen auf Maurice hören, sonst harre ich euch gleich hauen. Hauen, draufhauen, draufhauen! Draufhauen, 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 draufhauen, draufhauen! Darf Harry kleines Kaninchen hauen? Nur zu, Harry. Harry! 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 Harry!
Endlich weiß ich, wo der Schatz von Müffelgem liegt. Die Karte brauche ich also nicht mehr. Werft sie ins Meer mit den anderen dreien. Männer, ich hätte da noch eine Idee. Dann sagen wir dem Leben Ade. Trotz all unserer Feindschaft bitte ich euch zaghaft. Gebt uns einen Schluck Sardinensaft. Nein, der ist nur für Piraten. Aber Captain, wir sind doch Piraten. Ja, Mallet. Könnten wir dann Sardinensaft haben, Captain? Nein. Könnten wir Sardinensaft haben, Captain? Nein. Könnten wir Sardinensaft haben, Captain? Nein. Könnten wir Sardinensaft haben, Captain? Okay. Aber nur ein Glas, kapiert. Danach werft ihr sie den Haien vor. Ho, ho, ho! Der Saft ist schon sensationell. Ho, ho, ho! Der Saft ist schon sensationell. Er macht uns ein so schäbiges Piratenfell. Er stinkt so herrlich und er färbt die Zähne grell. Sardinensaft ist uns ein wahrer Lebensquell. Kleine Kaninchen schwimmen gern. Da, das ist mein Vater. Es sieht so aus, als würde er den Drachen zur Insel bringen. Das Baby bist du, Susi. Du bist schon mal hier gewesen und du bist auch dem Drachen begegnet. Arme kleine Kaninchen können nicht schwimmen wegen bösem Drachen. Ja, guck mal, Harry, sie wollen, dass du für sie den Drachen besiegst. Drauf und drauf und drauf hauen. Drauf und drauf und drauf hauen. Drauf und drauf und drauf hauen. Ach, da sind die miesen Piraten. Diesmal werden wir unsere Freunde retten und uns diesen schrecklichen Schmuddelbart schnappen. Und meine Karte zurückholen. Und meinen Ast rächen. Und Harry haut bösen Drachen, um kleine Kaninchen glücklich zu machen. Denkst du, was ich denke, Grummel? Ja. Mit noch einer Strophe, Frank. Ho, ho, ho! Hat hier etwa jemand Angst? Ho, ho, ho! Hat hier etwa jemand Angst? Für uns Piraten gibt es weder Angst noch Schreck. Wir schnappen uns die Beute und dann sind wir weg. Okay, genug gesungen. Ab geht's ins Meer. Hurra, die Dschungelhelden retten uns den Teer. In deiner Größe auf. Außer vielleicht diesen Drachen direkt vor uns. Drauf hauen, drauf hauen, drauf hauen! Nein! Frederik ist in seinem Maul! Ups. Junior, geh du Frederike retten. Ich kümmere mich um Susi. Pass schön auf, mein Sohn! Halte durch, Susi! Banzai! Tja dann! Auf Wiedersehen, Streifchen!
Jetzt gehört Müffel Jims Schatz mir ganz allein! Kleiner Tiger kommt allein zurück. Hey, seht mal, er hat sie gerettet. Friederike. Und eine Giraffe? Hallo, Susi. Und wer bist du? Ich bin der gelbe Drache, aber du kannst mich Margot nennen. Warum verkleidest du dich als Drache? Um den Schatz von Müffel Jim zu beschützen. Vor einigen Jahren habe ich Susis Vater versprochen, dass ich die Insel bewachen würde, bis seine Tochter ihr Erbe selbst antreten könnte. Dann weißt du, wo der Schatz versteckt ist? Das ist nicht ganz so einfach, liebe Susi. Ich weiß nicht, wo er ist. Du bist die Einzige, die ihn finden kann, denn dafür hat dein Vater dir euer Piratenlied beigebracht. Natürlich, in dem Lied gibt es auch eine Strophe über den Schatz. Fällt der rote Kreis dann irgendwann ins blaue Meer, erstrahlt der große Zahn im Feuerbogen immer mehr. Willst du meinen Schatz, dann dem Schatten hinterher. Pirat zu sein ist nicht schwer. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Ja, das stimmt, ist nicht ganz klar. Grummel, kannst du in dem Wortsalat einen Sinn entdecken? Grummel, ich denke... Und? Grummel! Maurice, wenn du mich ständig ablenkst, werde ich es nie rausfinden. Wir müssen uns beeilen, die Sonne geht schon unter. Die Sonne? Aber sicher, das ist es, der rote Kreis, der Feuerbogen. Fällt der rote Kreis dann irgendwann ins blaue Meer, erstrahlt der große Zahn im Feuerbogen immer mehr. Willst du meinen Schatz dann dem Schatten hinterher? Pirat zu sein ist nicht schwer. Das ist es! Dort hat mein Vater seinen Schatz versteckt. Der Pfad führt zu der gefährlichsten Stelle der Insel. Sie ist verflucht, die Höhle der Steinschlange. Wir sind fast da, Freunde. Böse Piraten werden vor uns da sein. Mein Freund, seid ihr da nicht so sicher? Operation Piratenschatz. Susi! Susi! Sie kommen! Piraten! Dieser alberne Papagei, niemand entkommt Schmuddelbart, niemand! Schnappen wir ihn uns! Ab Steuerbord! En garde, Freundchen! Und jetzt mach dich bereit für Müffel Jims berühmten Geheimstoß, hat mir mein Vater beigebracht. Er ist der größte Pirat aller Zeiten. Aha! Jetzt hast du nicht mehr so eine große Klappe, Baum. Damit steht es Baum 1, Susi 0. Tolle Piratin! Sie hat noch nie eine Tatze auf ein Schiff gesetzt. Und sie riecht wirklich übel. Ja. Und wen kümmert's? Wir Piraten waschen uns nie. Und ihr werdet schon sehen, eines Tages werde ich ein Piratenschiff und eine Crew haben, wie mein Vater. Ja, klar. Dein Vater, der große Pirat, dem du jeden Tag Nachrichten schickst und der sie nie beantwortet. Du bist eine Lügnerin. Susi ist eine Lügnerin. Susi ist eine Lügnerin. Susi ist eine Lügnerin. Ha? Susi! Susi! Das ist der Papagei meines Vaters. Susi! Jim hat mich beauftragt, dir diese Karte zu überbringen. Und ich soll dir Folgendes sagen. Meine liebe Tochter, hier spricht dein Vater. Du hast mir erzählt, dass du eine Menge gelernt hast, dass du ein Schiff steuern kannst und meinen Geheimstoß beherrscht. Ich war sehr stolz, das zu hören. Du musst jetzt den Familienschatz aus seinem Versteck holen, damit er nicht in falsche Hände gerät. Die Zeit ist gekommen, dass du das Ruder übernimmst und dass du endlich eine echte Piratin wirst.
Und vergiss nicht, willst du als Pirat gefürchtet sein, steck dir niemals ein Verein. Taschen gibt es für mich nicht und schon gar nicht im Gesicht. An den Füßen hab ich Dreck, Popel ess ich einfach weg. In Matsch kenn ich mich suhl, ich geh niemals in die Schule. Pirat zu sein ist cool. Du bist also Müffel Jims Tochter, hab ich recht? Diese Karte gehört jetzt mir. 2 Sekunden bitte. Na, wer ist jetzt die Lügnerin, hm? Na, 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 na. Verzeihung, wo waren wir gerade? Ach ja. Ah, weg hier! Susi, es gibt nur eine Person, die dir helfen kann. Na, geht doch, schicke neue Streifen. Jetzt kann das Training beginnen. Fertig, mein Sohn? Auf geht's, Maurice! Auf geht's, Junior! Wir wollen Sport, wir wollen Sieger! Kommt schon, zeigt's uns, Tigerkrieger! Ist Maurice bereit? Okay, Harry, los geht's! Vergiss nie die 3 größten Stärken eines Tigers, Junior! Erstens, seine Kraft! Zweitens, seine Geschwindigkeit! Und schließlich sein Instinkt. Und das alles macht uns zu den größten Kriegern des Dschungels. Wuhu, gut gemacht, Tiger. Das war super. Prost. Prost. Ist jetzt bald mal Ruhe. Macht euren Lärm woanders und lasst mich allein mit dem, was mir am wichtigsten ist. Sagtest du gerade, was mir am wichtigsten ist? Ja, das stimmt. Was darf ich nichts haben, was mir wichtig ist? Geht es um Frederike? Wie kommst du denn darauf? Ich meine meinen Ast, Frederike. Also wirklich, eine absurde Idee. Ich meine, es ist doch klar, dass der Ast eine Schönheit ausstrahlt, die in der Natur unerreicht ist. Hallo, Frederike. Bitte sehr, Grummel. Ah, mein Ast ist schöner. Das Training ist vorbei. Die Pflicht ruft, Freunde. Dschungelhelden! Auf zur Rettung! Wieder Volk! Ich komme, wo brennt's? Jetzt kannst du dich nirgendwo mehr verstecken. So, Freunde, was führt euch hierher? Oh, die Macht der Gewohnheit. Hört zu, Piraten. Hier bricht niemand die Tür ein. Bereitet euch auf den Zorn des großen Tigerkriegers vor. Zähme deine Streifen, Kumpel. Wir wollen nur die Karte des Mädchens klauen. Bitte, hilfst du mir? Dieses Mädchen steht unter meinem Schutz. Erst müsst ihr mich besiegen. Wie du willst, Knallfrosch. Feuer! Ei, ei, mein Captain Schmuddelbart. Ladet die Kanone. Schön versteckt, Mädchen. Es wird gefährlich. Harry! Draufhauen, draufhauen, draufhauen! Ich mag gar nicht den Sinn. Oh, was für ein Chaos. Also, so löst man doch keine Probleme. Niemals kriegst du die Karte meines Vaters, du gemeines, dickes Fellknäuel. Lass die Karte rüberwachsen, Knirps. Du willst Müffeljims Tochter sein? Dein Vater hat nicht viel, worauf er stolz sein kann. Aber meine Karte... Ach, du bist Müffeljims Tochter? Du wirst dir die Karte sofort zurückgeben, Schmuddelbart! Komm wieder runter, Streifchen. Das ist eine Nummer zu groß für dich, Lunte. Lass diese zweitklassigen Robin Hoods hochgehen. Aufgepasst. Gleich macht es Bumm. Warte, was soll das? Bist du verrückt? Das ist gefährlich. Junior, wie wir es geübt haben. Herab! Geschwindigkeit! Instinkt! Wow, cool! Da ist noch eine! Schnell, Grummel!
alles okay? Wir haben einen großen Bums gehört. Mein Ast. Mein geliebter Ast. Kommt zurück, ihr Vandalen! Ihr Randalierer! Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr es hier zu tun habt. Das wird euch noch leid tun. Ihr seid vollkommen erledigt! Ach, diese Schurken! Sie sind mit deiner Karte abgehauen! Wir holen sie uns zurück. Sie dürfen sich nicht den Schatz meines Vaters unter den Nagel reißen. Keine Sorge, wir schnappen sie. Tigerversprechen. Sag mal, du bist Müffel Jims Tochter? Dann bist du eine Piratin? Eine echte? Naja, also ich versuch's. Ich bin Müffel Jim begegnet, als ich noch ganz neu im Dschungel war. Er hat mir viele Dinge beigebracht, aber er wollte mir nie seinen Geheimstoß zeigen. Und kennst du ihn? Ja, natürlich kenne ich ihn. Hier kommt der berühmte Geheimstoß von Müffel Jim. Mein Vater sagte immer, hör zu, Susi, das ist ein einzigartiger Trick, der jeden Gegner überraschen kann. Kleine Susi stinkt nach Käsefuß. Danke, wir Piraten waschen uns nie und wir sind stolz darauf. Das ist wunderbar, aber können wir jetzt diese Diebe verfolgen, die meinen liebsten Ast zerstört haben? Du hast recht, Grummel, wir haben mit diesem Schmuddelbart noch eine Rechnung offen. Frank, wir folgen dir. Die Piraten stinken unerreicht, sie zu verfolgen ist ganz leicht. Sind sie? Grummel, hast du einen Plan? Natürlich, Maurice, und mein Plan besteht aus zwei Teilen. Wir gehen rein und dann kriegen die stinkenden Astzerstörer eins auf die zwölf. Harry mag Grummels Plan. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Wartet mal kurz. Diese Piraten kennen euch, die lassen euch nie durch. Allerdings haben sie Al, Bob und Frank noch nie gesehen. Hey, mit meinen Freunden, den Kröten an Bord, kriegen wir die Karte, bevor uns ein Degen durchbohrt. Ist das für euch okay? Keine Sorge, Maurice, wir rocken das. Wir rocken das total. Halt, wer ist da? Hallo, Piraten. Wir wollen uns gern eurer Crew anschließen. Captain Schmuddelbart stellt keine dahergelaufenen Streuner ein. Dahergelaufene Streuner? Warte mal. Willst du damit sagen, dass du diesen weltberühmten Sänger hier nicht erkennst? Es ist mir eine Ehre, ihn euch vorzustellen. Frank der Große. Wow, ich sing für euch, wir wollen doch in eure Crew. Und ist mein Lied vorüber, dann nehmt ihr uns im Nu. Naja, gar nicht so schlecht. Geht mal zu Captain Schmuddelbart, er ist der, der hier entscheidet. Wir haben es geschafft. Wir sind großartig. Wir rocken total. Es hat funktioniert. Sie sind an Bord. Sie werden deine Karte im Nu wiederhaben, Susi. Susi? Deine Streifen sind wirklich hübsch. Und hast du eine Freundin? Sie hören nicht mal zu. Der Lügendetektor. So geht's. Hebt den linken Arm und richtet dann euren Hals gen Himmel aus. Macht eine halbe Drehung. Friederike! Verzeihung, Grummel, ich wollte dir wirklich nicht zu nahe treten. Jetzt entspann dich doch endlich mal, Grummel. Ich kann mich aber nicht entspannen. Ich brauche Platz, ganz viel Platz. Sonst werde ich wahnsinnig nervös. Wir beenden unsere Entspannungsübungen, Leute. Die Pflicht ruft wieder mal. Dschungelhelden, auf zur Rettung! Viel Erfolg! Tor auf! So, Freunde, was führt euch hierher? Was ist denn los? Der große Tony hat's auf uns abgesehen. Er ist sehr
er wütend. Der stellt den ganzen Dschungel auf den Kopf. Er sucht jemanden, aber wir wissen nicht wen. Besitzt uns, wir flehen euch an. Macht euch keine Sorgen, ihr seid am sichersten Ort im Dschungel. Wer ist dieser große Toni? Naja, ich habe diesen netten Cousin. Wir nennen ihn Großer Michael, um sein Selbstbewusstsein zu stärken, weil er eigentlich recht winzig ist. Er kann es aber nicht sein. Er heißt Michael. Das wissen wir immer noch nicht, wer der große Toni ist. Da müssen Sie sein! Da sind Sie, Toni und seine Bande! Sie werden uns wecken! Ja, ich glaube, gleich wissen wir mehr. Keine Panik, wir plaudern mit dem großen Toni. Oh. Oh. Du musst der große Toni sein. Oh, und du hast auch deine Freunde mitgebracht. Was führt euch hierher? Wir sind nur hergekommen, um jemanden zu holen, der sich hier versteckt. Also lasst uns ihn mitnehmen und wir sind weg, okay? Und was genau hat dieser jemand getan? Er oder sie hat unser Revier betreten, unsere Früchte gegessen und das verbietet unser Gesetz. Er muss bestraft werden. Er muss bestraft werden, er muss bestraft werden, er muss bestraft werden. Er hat seinen Geruch überall hinterlassen. Wir haben die Spur durch den Dschungel verfolgt. Ich kann ihn riechen. Hey, nicht so unhöflich. Hier müffelt niemand. Oh! Ari, nicht gebadet. Ihr seid die Dschungelhelden. Ihr solltet uns eigentlich helfen. Wir sind hier die Opfer. Also, worauf wartet ihr noch? Wenn ihr uns den Dieb nicht gleich ausliefert, werden wir eure Höhle zerstören. Jetzt komm erst mal runter. Wir werden jeden hier gründlich befragen und dann werden wir euch sagen, was wir tun. Okay, wir werden warten, bis die Sonne auf der anderen Seite des Vulkans ist. Kapiert? Dann ist das Spiel aus. Das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus! Lass mich eins klarstellen. Wen immer der große Toni bestrafen will, er ist hier. Hört bitte her. Wir brauchen die Wahrheit. Wir wollen wissen, wer Tonis Essen gegessen hat. Ich bin sicher, Viva. Nehmt ihr euch nur an. Ich? Das ist Unsinn. Was ist mit dem Nilpferd? Jeder weiß, dass es neidisch auf die Nashörner ist, weil sie Hörner haben. Entschuldigung. Wenigstens verkrieche ich mich nicht bei jedem Problem wie ein Feigling in meinem Panzer. Hört mir zu. Er ist es. Jeder weiß, wie gierig er ist. Er war's. Was soll das denn jetzt? Na, das müssen wir anders lösen. Verzeihung. Vorsicht. Nicht drängeln. Ich lebe auch hier, wisst ihr? Dieses Gerät ist ein Lügendetektor. Wir werden ihn an Harry testen, der uns gleich eine Wahrheit und eine Lüge sagen wird. Und jetzt musst du der Holzkiste deinen Namen nennen. Harry, genannt Harry. Danke, Harry. Und jetzt sag was, was nicht wahr ist. Sag, Harry mag keine Bananen. Harry mag keine Bananen? Fertig. Die Sonne geht bald unter. Die Zeit ist um. Einen Moment, wir sind fast so weit. Der große Toni nervt etwas, oder? Ich bin unschuldig. Ich bin kein Dieb. Ich hab euch gesagt, ich war's nicht. Der Nächste. Ich hab euch gesagt, ich war's nicht. Der Nächste. Nein, ich war's nicht. Ich bin unschuldig. Der Nächste. Was? Natürlich bin ich es nicht. Fragt ihn. Der Nächste. Ich bin auch unschuldig. Der Nächste. Sieh mich nicht so. Der Nächste. Ich habe nichts getan. Ich würde doch niemanden bestehlen wollen. Wie konntest du nur? Ja, ich hab's getan. Ich hab sie genommen. Ich suchte etwas zu essen. Ich wusste doch nicht, dass die Früchte den Nashörnern gehören. Was meinst du damit? Alles gehört den Nashörnern. So lautet das Gesetz. Was meinst du denn mit alles? Toni hat meine Familie verjagt, damit er sich unsere Obstbäume nehmen konnte. Wann immer ihm etwas gefällt, schnappt er sich's. Unfassbar. Das Nashorn soll noch mal einen auf unschuldig machen. Warum habt ihr uns nicht gerufen? Wir hätten geholfen. Die Kleine hat nichts Falsches getan. Der große Toni ist bloß ein Rabauke. Junior, wir sollten diesen Nashörnern Benehmen beibringen. Wo ist der Dieb? Ich hab euch mehr als genug Zeit gegeben. Entspann dich, wir haben gehört, was für ein mieses Spiel ihr treibt und wie ihr die armen Dschungeltiere drangsaliert. Hört auf, sie einzuschüchtern und wir drücken noch mal ein Auge zu, okay? Sie lachen, ein gutes Zeichen. Da ihr euch weigert, uns zu helfen, zerstören wir nun eure Höhle und machen alles kaputt, was sich darin befindet. Kaputt machen! Kaputt machen! Kaputt machen! Kaputt. Zeit, unsere neue Technik auszuprobieren. Die Blendungsüberraschung. Kaputt machen! 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 Kaputt machen!
Lektion gelernt? Oh, die sind zäh. Schnell, gehen wir wieder rein. Entdeckung! Nun, Freunde, es wird nicht leicht. Keine Panik, das Tor ist stabil. Macht euch keine Sorgen. Es ist alles in Ordnung. Du musst überzeugender sein, Friederike. Wirklich. Ich will nur meine Ruhe haben. Dieser Zermattel ist ihre Schuld. Liefern Sie aus. Ich mache euch alle platt. Ihr könnt mich nicht aufhalten, denn ich habe vor nichts Angst. Es scheint, dass Toni doch vor etwas Angst hat. Interessant. Okay, großer Toni, wir ergeben uns. Dann bist du also der Dieb. Ja. Wir zeigen dir, was man davon hat. Und das soll allen eine Lehre sein. Es ist also wahr, dass du vor nichts Angst hast? Vor absolut nicht. Nicht mal vor Spinnen, vor Feuer, vor dem Schwarm wütender Piranhas? Nein, und jetzt beeilt euch. Gebt uns die Springmaus, sonst werden wir euch alle bestrafen müssen. Man trifft nicht auf jemanden, der vor nichts Angst hat. Deshalb würden wir dir gerne ein paar Fragen stellen. Was versuchst du da gerade? Willst du Zeit schinden? Meine Zeit ist sehr kostbar und ich will nicht die Nacht hier verbringen. Wir warten, bis die Sonne auf der anderen Seite des Vulkans ist. Die Sonne wird bald untergehen. Aber die Nacht ist doch so schön. Die Sterne, der Mond, wenn es dunkel wird und man nichts sieht. Außer natürlich, wenn man sowas nicht mag, denn das würde erklären, warum du es so eilig hast. Du siehst ständig zum Himmel. Du hast Angst vor der Dunkelheit. Was? Unsinn. Was hat er gesagt, Chef? Er hat nichts gesagt. Psst. Ich habe vor nichts Angst, besonders nicht vor Dunkelheit. Das sieht unser Lügendetektor anscheinend anders. Und du scheinst nicht gern darüber zu sprechen. Ist das etwa geheim? Worum geht's hier? Was ist hier geheim? Was ist da los? Es ist doch nichts dabei, Angst vor der Dunkelheit zu haben. Warum sprichst du nicht mit deinen Freunden darüber? Dir stört das sicher nicht. Hey, schst, hör auf. Sei still. Worüber reden die mit dir, Chef? Warte doch mal kurz. Kein Grund, sich über ihn lustig zu machen. Wenn es dunkel wird, wird unser Freund Toni nur sehr... Geht zurück zum Camp, hier gibt es nichts mehr zu tun. Aber mach, Chef, was ich sage. Ich schaff das auch allein. Ich habe nur noch eine Sache zu erledigen. Den Dieb zu bestrafen. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Ich kümmere mich um die Kleine, Maurice. Deine verfluchte Maschine. Ich werde dich zerquetschen. Oh, ich liebe es, wenn richtig viel los ist. Ich bin immer gut gelaunt und ich mag es auch, angenießt zu werden. Du bist mein Sohn. Gut gemacht, Junior. Du hast deinen Meister gefunden, Toni. Legt euch nicht mit uns an und lasst die Tiere in Ruhe, sonst kriegt ihr es wieder mit uns zu tun. Ich komme ganz bestimmt zurück. Das bezweifle ich stark. Oh nein, jetzt ist es dunkel. So furchtbar dunkel. Mami. Ihr seid frei, Freunde. Ihr könnt jetzt sicher nach Hause gehen. Kommt schon, streckt die Beine und atmet. Diese Kiste ist nicht sehr praktisch. Ich stoße mich ständig dran. Sie dient einem Zweck. Ich brauche Platz. Du weißt, ich mach das nicht absichtlich, Grummel. Das neue Spielzeug. Party! Juhu! Harry, lauter! Draufhauen, draufhauen, draufhauen! Diese kleine spontane Party ist eine super Idee. Hoho, Fliegenmilchshakes für alle. Habt ihr mal daran gedacht, dass manche Leute hier gerade ein Nickerchen machen? Komm schon, Grummel, entspann dich. Feier einfach mit. Na los, du miese Peter, lass uns tanzen. Hilfe! Tolle Party. Maurice, sag ich, sie sollen aufhören. Ich brauche mein Nickerchen. Entschuldigung. Unsere Party müssen wir leider verschieben, Freunde.
Dschungelhelden! Auf zur Rettung! Na, irgendwer wird schon mit uns feiern. Mhm. Kommt dazu, wenn ihr fertig seid und viel Erfolg! Tor auf! So, Freunde, was führt euch denn hierher? Großer Tigerkrieger, es sind unsere Kinder. Sie hören nicht auf uns. Schimpft sie aus. Alles geklärt. Dann ciao. Du verstehst das Problem nicht. Es ist im ganzen Dschungel so. Überall ist es gleich. Alle Eltern, die wir kennen, sind schon völlig verzweifelt. Alle Kinder sind ungezogen. Was sollen wir nur tun? Alle sind ungezogen? Wirklich seltsam. Zu seltsam, um ein Zufall zu sein. Keine Sorge, Freunde, die Dschungelhelden werden dieses Rätsel lösen. Bringt uns zu euren Kindern. Maurice, darf Harry ungezogene Kinder hauen? Er macht Witze, das war ein Scherz. Hat Harry was Schlimmes gesagt, was er nicht sagen sollte? Ganz ehrlich, ich fand deine Idee gar nicht so schlecht. War ja nicht gerade um die Ecke. Ich habe Milo gesagt, er soll die Wände nicht vollmalen. Ich habe ihm seine Stifte weggenommen. Guck mich nicht so an, ich war's nicht. Ich habe Lukas verboten, im Nest zu naschen, aber er hört nicht auf mich. Ich war's nicht. Lola weigert sich zu schlafen. Sie springt die ganze Zeit auf dem Bett herum. Ich war's nicht. Man soll nicht lügen, Lola. Bitte tu was, großer Tigerkrieger. Das kann nicht so weitergehen. Oh, und jetzt kneifst du mich? Aber ich war's nicht. Dieses komische Spielzeug. Die anderen Kinder hatten auch so eins. Ich glaube, ich habe eine Idee. Lola, kann ich dein Spielzeug sehen? Nein, es ist mein Krabbi-Koku. Es gehört mir. Dein Spielzeug scheint mehr Krabbi als Koko zu sein. Mein Krabbi-Koku hat's kaputt gemacht. Lola, ich habe etwas für dich. Wow, das ist sogar besser als das Krabbi-Koku. Gut gemacht, Frederike. Lola, weißt du noch, wer dir das Krabbi-Koku gegeben hat? Eine Otterfrau, die im Steinversteck wohnt. Sie schenkt ihn allen Kindern. Dafür sollen wir richtig ungezogen sein und alle frechen Dinge machen, die die Krabbi-Kokos uns zeigen. Richtig. Dahinter steckt bestimmt... Melina! Was hat diese Otterfrau jetzt wieder für einen genialen Plan, mit dem sie den Dschungel beherrschen will? Wir müssen dieser Krabbe folgen. Macht weiter, Arbeiterkrabben. Nur noch ein Krabbi-Koko und der erste Teil meines teuflischen Plans ist endlich vollbracht. Und jetzt geht... Krabbi-Koko. Von jetzt an hör nicht mehr auf deine Eltern und hab viel Spaß mit deinem Krabbi-Koko, dem besten Spielzeug der Welt. Ja, Frau Otter. Krabbi-Koko macht Spaß. Melina, wir haben deinen teuflischen Plan durchschaut. Gib auf.
Oh, ich hatte euch erwartet, Dschungelhelden. Diesmal kommt ihr leider zu spät. Jedes Kind im Dschungel hat nun ein Krabbikoko, das ungezogenste Spielzeug der Welt. Ab jetzt gehorchen die Kinder nicht mehr den Eltern, sondern nur meinen Krabbikokos. Und die Krabbikokos gehorchen dir? Ganz genau. Ich werde alle Kinder kontrollieren und bald auch den ganzen Dschungel. Ach, das gelingt dir nie. Wir werden die albernen Krabben zurückholen. Oh, wirklich? Versucht nur, den Kindern ihr Spielzeug wegzunehmen. Sie hat alles genau durchdacht. Wir können das nicht einfach so machen. Die Kinder wären zu traurig. Morgen bei Sonnenaufgang sage ich allen Tieren des Dschungels, dass ihre Kinder nur mir gehorchen. Ah, tata! Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe ja noch eine Überraschung für euch, falls ihr mich aufhalten wollt. Zum Angriff, bissige Diener! Falsches Geheimtor. Draufhauen, draufhauen, draufhauen! Ja, ja. Gut gemacht, Freunde. Okay, wie kriegen wir nun alle Krabbikokos zurück, ohne die Kinder zu verärgern? Grummel, eine Idee? Grummel? Bitte! Helft mir! Milo! Milo! Oh, Lukas! Du isst wirklich alles! Aha. Du sollst doch nicht mit Essen spielen! Oh, es herrscht hier überall Chaos! Und die Dschungelhelden werden mich nicht aufhalten! Wir haben viel zu tun! Denn im Dschungel herrscht Gefahr. Keine Zeit, sich auszuruhen. Doch als Team sind wir schon da. In die Hände wird gespuckt und Spielzeug neu gebaut. Kinder kommt und guckt, wie der Harry alle haut. Dschungelhelden, Dschungelhelden, Helfer in der Not. Kinder, seht, wie das hier geht. Bald ist alles im Lot. Dschungelhelden, Dschungelhelden, jeder kriegt hier was. Stellt euch an, alle sind heute dran, auf Helden ist Verlass. Dschungelhelden, Dschungelhelden, Spielzeug gibt's zuhauf. Kinder, seht, wie das hier geht. Sonst haut Harry auf euch drauf. Ah, mein Krabbikoko! Wow, wie cool, das ist viel besser als ein Krabbikoko. Aha, die Party geht weiter, Bob. Woo! Super Song, yeah! Dschungelbewohner, eure Kinder werden euch nie wieder gehorchen. Es sei denn, ihr akzeptiert mich als eure Herrscherin. Gib's auf, Otter. Unsere Kinder spielen seit heute glücklich mit ihrem neuen Spielzeug. Neues Spielzeug? Was für neues Spielzeug? Aber das sind nicht meine Krabbikokos. Wo sind sie? Wer hat euch das da gegeben? Dschungelhelden, auf zur Rettung! Juhu! Maurice, kannst du mal bremsen? Och, die Bremse! Ich wusste, dass diesem Schlitten was fehlt. Dein teuflischer Plan ist gescheitert, Melina. Die Kinder mögen unsere Geschenke lieber. Und du wirst lange brauchen, alles wieder in Ordnung zu bringen, was die Kleinen angerichtet haben. Hey, Kinder, wenn ihr das ganze Jahr über brav seid, werden die Dschungelhelden euch wieder tolle Geschenke bringen. Aber denkt dran, macht keinen Ärger. Ja! Nächstes Jahr wieder? Was? Ist das ein Scherz? Jetzt geht die Party richtig los.